Stempel. Komm, warten wir. Warte kurz auf. Diese Polen, überall Rausschmeißer spielen, das ist schön. Erster. Ja. Ich hab gerade gesagt, diese Polen müssen überall Rausschmeißer spielen, Türsteher. Richtig. Ja. So, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind hier in Camp Blindfort und bei uns ist der Gianni. Guten Tag. Vom Performance Floor. Und der macht bei uns Performance Floor. Er hat gesagt, die Fliesen glänzen viel zu viel für unsere Werkstatt. Deswegen werden wir das ändern. Genau richtig. Dass sie auch wieder was sehen beim Arbeiten. Ja, die sollen sich nicht von unten spiegeln, die sollen von unten genau. Die Wärme genießen. Genau. Ne? Obwohl wir hier Fußbodenheizung haben, in dem ganzen Gebäude, was sehr, sehr, sehr angenehm ist, aber sehr schwer zum Pflegen. Ja? Also jedes Mal, wenn wir hier einmal laufen, wenn es nass ist, so hier von hier nach da, dann ist alles hier nass und dreckig. Genau. Und auf dem Performance Floor sieht man das nicht. Genau. Muss man nur ab und zu sauber machen. Genau, richtig. Schmutz fällt rein, kann ich mit dem Staubsauger wieder rausholen. Und ansonsten ganz normal reinigen, wie sonst einen anderen Boden auch. Okay. Aber ich habe weniger Reinigungsaufwand damit. Und durch die Öffnung kann Fußbodenheizung die Hitze weitergeben, ohne Probleme. Und es sieht schön aus. Ja. Ist das auch rutschfest? Ja. Das testen wir gleich. Ich schmier mich so mit Seife und dann mache ich das Funktion. Contest, wer weiter rutscht. Und alle beide. Fertig. Das ist unfair, da hat mehr Fläche. Ja, hat er nicht gesagt. Das war ja schon beim Gabelstaplerrennen, wo es sich benachteiligt fühlt. Und ich weiß gar nicht warum. Ja, das stimmt, die haben mich verarscht. Ich war einmal bei Gianni, habe ich die Firma besucht und die haben mir einen schwächeren Gabelstapler gegeben und wollten ein Rennen mit mir fahren, aber die wussten das. Deswegen habe ich verloren. Aber ist nicht schlimm, das ist jetzt 2 Tage bei mir. Wartet mal ab. So, ich bin selber gespannt, was wir da draus zaubern und so weiter. Ja. Oder was ihr da draus zaubert. Kommt mal mit, ganz kurz. Hier ist schon laut, wird gereinigt, wird sauber gemacht und so weiter. So sieht die Halle aus, ganz kurz, Olli. Nur ein bisschen. Also wir hatten vorher so einen Boden. Ist auch natürlich ein sehr, sehr, sehr schöner Boden, aber... Wie man sieht, egal was, Kratzer, nicht Kratzer, alles sieht man drauf. Ne? Also, alle Autos raus und ich freue mich auf den Boden. Ne? Wir sagen immer, das hier ist die bodenlose Frechheit und bei uns kriegt man die bodenhafte Freshheit. Wir brauchen mal 17 starke Leute. Die Jugend von heute braucht 17 starke Leute für ein Kabel. Steht drin? Ja, klar. So. Und jetzt wird es nämlich tatsächlich wegrutschen, ne? Okay, das war die Jugend von heute. Das nicht mal eine Bühne Welt. Können die hochgehen. Ja. Jetzt. So. Da müssen wir jetzt echt da rausheben. Ja, habt ihr gesehen, habt ihr den Arbeitsschutz. Das ist nicht rutschfest. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ja, absolut. Boah. Fast jetzt nicht gelegt, das wäre das Outtake Nummer 1. Absolut, da kriege ich Durst. Auf jeden Fall. Eine Pole wieder, weißt du? Absolut. Wow. Dreck am Zittern. Ich verlege gleich mit. Ja, ich habe Rücken. Ja, ja. So sieht's aus. Chef ist fertig für heute. Na, jetzt Pause. Feierabend. Ich kriege keine Luft. Ja, man wird nicht jünger. Ich mache Mund zu Mund werfen. Oh, Jesus, Jesus, hat er nicht gesagt. Oh yeah. Doch, hat er. So, man sieht hier, die lustige Truppe, die Arbeitsgruppe. Ja. Immer schön aufteilen, oder? Natürlich, ist ganz wichtig. Wenn man alles schön aufteilt, ist das halbe Leben fertig. Irgendjemand muss ja auch unterhalten. Ja? Bei einem Video nur mit arbeitenden Leuten, das, ja. Ja. Und die haben mehr gegessen heute Morgen. Kennst du die Definition von Team? Ja. Hey, toll, ein anderer macht's. Wie geil ist denn? Ja. Wieder was gelernt. Mhm. Wieder was gelernt. Also Jungs, ihr wisst Bescheid. Gut, aber ich fange jetzt auch an, sonst kriege ich nachher Popo verfolgt. Richtig. Hey.
Nein, das Problem ist, wir haben Küche auch. Ja. Chef arbeitet! Ich halte das fest, dass er nicht kippt. Hallo? Ich halte das fest, dass er nicht kippt, weißt du? Und er hält mich, dass ich nicht kippe. Bist du sehr bodenständig, oder? Ja. Ja. Der Bodenständig. Ja, jetzt ja. Bodenständig. Das ist so schön, ehrlich jetzt. Das fühlt sich ja so gut an irgendwie. Ehrlich, wenn man draufläuft, fühlt sich das so... Also wenn das so ein bisschen nachgeben würde, so ein bisschen, oder? Ja, so ein Gefühl, das ist das Gefühl, weil deine Schuhe besser nachgeben, weil die jetzt ein schöneres Profil haben, wo die durchgehen können. Magic. Hast du recht? Magic. Ich habe schon wieder was gelernt. Die Bühne müssen wir anstreichen hier. Oder können wir auch mit Performance-Flop verlegen? Können wir, festschrauben. Nein, das ist kein Problem, gebe ich dir die RAL-Nummer durch von unserem Boden, kannst die Farbe mischen, dann ist das in einem. Geht das wirklich? Geht wirklich, ja. Okay. Aber, Gianni, du schuldest uns eine neue Mülltonne. Guck mal, die passt nicht mehr zum Dings, zum Boden. Ja, dann egal, auch die können wir anstreichen. Guck mal, bei dem Sauerländer haben wir den Boden sogar passend zu seinen Aufklebern genommen. So sind wir. Wir haben nicht darauf geachtet, was uns gefällt. Ein Herz für uns. Ja. Ein Herz für nur für euch. Ein Herz für uns. Oh. Ja, ein kleiner Zwischenstand. Wir haben sogar, schau mal hier, passend zum Boden die passende Biermarke gekauft. Ja, hier rot, passt, weißt du? Wenn man so macht, fällt das gar nicht auf, wenn der Chef hier vorbeigeht. Magic. Ja, also es wird heute Abend sehr lustig. Sehr lustig. Schau mal ein bisschen hier. Entschuldigung. Immer die Praktikanten, weißt du, hier, wenn wir hier die TV-Aufnahme machen, weißt du. Aha, und ich muss mal noch was sagen, wenn der Olli uns... Entschuldigung. Guck mal. Ich bin nicht immer Mario Bar, okay? Warte, musst du sehen, warte. Hat die gesucht, musst du sehen, musst du sehen. Ich kann nicht mehr. Ich denke mal, so ein Stückchen machen wir noch heute, oder? Ja, also die Hälfte ungefähr. Was ist die Hälfte? Da, wo wir sind oder da, wo die rote Maschine steht? Die bis zu dem schwarzen Schrank machen wir jetzt noch. Ein Stückchen? Die haben ja das Stückchen noch. Die haben jetzt angefangen, hier überall zu schneiden, praktisch an den Kanten. Das braucht ja am meisten Zeit. Deswegen haben wir gesagt, wir tun heute noch schneiden. Weil wenn du morgen alles komplett schneiden musst, Zahlen hier und da merken, steigen, Kopf kaputt. Deswegen machen wir jetzt hier praktisch den Teil fertig und morgen die Fläche. Wenn wir heute Abend rausgehen, dann ist Kopf eh kaputt. Nein, das ist das. Da kommt der Körper erstmal auf Betriebstemperaturen. Achso, okay. Genau, richtig. Man muss den Grundlevel halten. Jetzt aktuell ist Coronavirus hier unterwegs und deswegen, wenn man trinkt, habe ich gehört, ja, wenn man sich von innen quasi einschmiert, geht das an einem vorbei. Also sind wir safe, auf jeden Fall morgen. Also wir sind definitiv, uns kann das nicht treffen. Ja. Film mal so ein bisschen ab hier. Guck mal, die Ecken, kann doch was vernünftig ist. Guck mal hier. Guck mal, wie schön. Also, das ist ja alles hier. Also, ich muss eins sagen, ihr habt ziemlich viel verschnitten. Ne? So, wenn man so Ecken und Kanten macht, ne? Ja. Aber der Vorteil an dem Ganzen ist, diese Verschnitte, wenn du sagst, okay, nehmt mit, ich kann damit ja eh nichts anfangen, nehmen wir wieder, tun die malen und tun wieder neu damit produzieren. Das heißt, das Ganze ist auch noch umweltfreundlich. Okay. Genau. Also 100% recycelbar. Okay. Genau. Und zusätzlich die Verschnitte, wo wir es da nicht mehr brauchen, die liegen schon da drüben, weil die kann man nämlich auf der anderen Seite wieder bringen. Über dem Laminat quasi. Genau, richtig. Genau, die liegen jetzt da vorne und dann kann man die immer wieder als das Maximum rausholen. Aber ich kenne das mit dem Recycling, kenne ich das von den ABS-Maschinen. Wenn wir in ABS produzieren, da hast du auch sehr viel Müll. Und da kann man wirklich schreddern, Granulat und dann... Genau. Werden neue Platten hergestellt und wieder neu. Aber das zeigen wir in einem neuen Video. Übrigens, ja, ich fahre nächste Woche fahre ich in die Produktion und da werden wir ein paar ABS-Teile bauen. Okay. Ja. Geil. Auch sehr mal geil. Hinter die Kulissen. Das ist auch das, was viele sagen. Können wir auch mal hinter die Kulissen sehen. Weil als Hersteller ist es einfach so, dass du auch sagen kannst, okay, ich nehme euch mit. Ich zeige euch, wie funktioniert das Ganze. Es gibt Sachen, die zeigt man natürlich nicht. Mhm.
Nein. Weil der Wettbewerb schläft nicht, aber einfach mal das Background-Wissen, was genau passiert da. Ja. Deswegen auch in meinen Videos, ne, zeige ich so ein bisschen von der Produktion nicht alles. Ich zeige vieles, ja, aber die kleinen Tricks und Tipps, die ich mir quasi die ganzen Jahre angeeignet habe oder gelernt habe, zeige ich nicht wirklich so zu Ende. Aber wir heulen jetzt nicht rum, wir haben einen geilen Boden. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Guck mal hier, wie das hier perfekt geschnitten ist. Warte mal, ob das LED morgen noch drin ist. Das wird dann nochmal ein Highlight. Ja, harter Tag heute und Tagesziel erreicht. Harter Tag, sagte er. Ja, warte, wir sind um 1 gekommen. Wir sind um 4 aufgestanden, um 5 losgefahren, dass wir um 10 da sein können. Oh, okay. Genau richtig. Deswegen, ja, harter Tag. Tagesziel erreicht, die Hälfte haben wir, schon geschnitten, fertig soweit und sieht schon mal geil aus, oder? Sehr schön. Ich freue mich wirklich. Ich bin selten, dass ich immer noch um 20 Uhr gut gelaunt bin, ja, ne? Obwohl ich richtig hungrig bin. Mhm. Ja? Und das ist sowieso bei mir, wenn ich Hunger habe, bin ich ganz schlecht gelaunt. Ich auch. Das sieht man aber. Oh, nein. Nein, Spaß. Aber ja, ich finde das jetzt richtig, ich finde das richtig gut aus und ich bin echt auf das Ergebnis morgen gespannt. Deswegen gucken wir, dass wir schnell was essen gehen. Ich habe zuerst gedacht, ich muss noch was sagen, ich habe zuerst gedacht, brauchst du einen Boden? Ich habe einen schönen Boden. Ich meine, solange der nicht lag, war der andere schön, dachte ich. Und ich glaube, dass das so geht in vielen zu Hause, glaube ich. Ja, in der Garage immer noch. Gucke, das ist frisch angestrichen. Machst du jedes Jahr einen neuen Anstrich, weil die Farbe blättert ja ab. Genau. Ja, meistens, ich habe meine Garage schon 30 Mal gestrichen. Und ich glaube, ich mache das auch bei mir zu Hause. Muss, glaube ich. Ja. Jetzt ist es ein Muss. Jetzt bin ich ja so. Ich finde das so schön, wirklich auch Ecken, Kanten. Wir machen morgen machen wir so ein Carporn. Hier, Carporn, Floorporn. Floorporn. Also nicht wir, sondern Floorporn halt. Genau. Ja. Mhm. Auf jeden Fall machen wir jetzt wirklich auch die Ecken, Kanten. Ich finde das richtig sehr schön, wie die Jungs das gemacht haben. Dankeschön. Wir wollten zuerst selber verlegen, aber die haben gesagt, doch, weißt du was, machen das. Ist besser. Und ich glaube, das ist besser. Nein, es ist so. Das wäre wie, wenn ich zu dir sagen würde, ja, ich verliere jetzt mal oder ich mache jetzt mein Bodykit selber. Vielleicht könnte ich es, aber es wird nachher nicht so, wie wenn du das jetzt machst. Und außerdem ist das nicht böse gemeint, aber ihr kommt aus Polen, nachher sieht der Boden mitgenommen aus. So. Nein, der Pole sagt immer, was ich nicht kann, bringe ich mir bei. Ja. Der Spruch war so überflüssig wie Fundbüro in Polen. Das wird okay, besser. Das wird jetzt wieder produktiv. Ich würde sagen, wir machen jetzt. Aber weißt du, was Gute ist, Gianni? Weißt du, was Gute ist? Die Laune hält immer mit den Jungs ganz oben. Natürlich, und wir gehen jetzt mal einen Absacker trinken. Ja. In Polen heißt es etwas anders. Wie heißt der? In Deutschland heißt es Absacker. Ja. In Polen sagt, das ist okay. Hier so, nächstes Mal. Tropfen auf einen Stein. Heute? Ja, genau. Geil. Nein, das ist auf jeden Fall. Cool. Wir trinken einen Absacker so, dass wir morgen keine Kopfschmerzen haben. Ist gut. Ja. Also maximal bis 3 und dann ab ins Bett. Ja, würde ich sagen. So ein 23-Stunden-Tag ist immer was Tolles. Nein, Spaß. Ja. Das hätte mal aufnehmen sollen. Aber wie man sieht, die Laune hält und geht weiter mit der guten Laune. Ja. Wir essen, trinken was und dann morgen geht's weiter. In aller Frische. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Und das sind wir auch schon wieder. Tag Nummer 2. 3. 2, 2, 2, 2, nein, 1, 2. Ich bin überfragt. Nein, 2. Ja. Falsch. Tag 3 gibt's nicht. Wir werden heute fertig, auf jeden Fall. Jo. Vielen Dank für gestern. War lustig. Ja. Ich danke auch. War echt lustig und lang. Aber so viel Alkohol haben wir gar nicht getrunken, gell? Nein. Wir sind fit. Seht ihr das? Komplett fit. Wir hören uns gut an. Nicht irgendwie so. Nein, war lustig. War lustig gestern. Und heute Morgen, als ich hier reingekommen bin, habe ich gesagt, wow, das ist schon richtig, richtig cool hier. Muss ich mal sagen. Ehrlich, ich freue mich richtig. Wirklich. Also wir werden jetzt auf jeden Fall noch die andere Fläche hier machen. Das wird pornografisch gut. Ja. Ja, es wird ein richtiger Flop. Das wird, ja.
Was? Floorporn. Ah, Floorporn. Also, okay. Ja, die Carporns. Jeder macht einen Carporn. Ich mache Carporn. Ich habe leider nicht keinen Car zum Porn machen, also mache ich einen Floorporn. Ja. Nein, ist schon wirklich, ohne die Jungs hier zu loben, ist schon wirklich sexy. Hm. Ohne uns zu loben. Oder nicht? Was? War das ein Lob oder nicht? Das war ein sexy Lob. Okay, vielen Dank. Man darf nicht alles loben, sonst werden die so, weißt du, so laufen, dann irgendwann laufen die so hier. Oh, ich bin gelobt worden, weißt du, überall. Wir wissen, dass unser Produkt geil ist. Oha. Das war ein Spaß. Nein. Nicht falsch verstehen. Der hat recht. Nein, das ist schon wirklich. Manche, die das nicht haben, denken, bla bla bla, lob sein eigenes Produkt. Nein. Das ist wirklich so. Dachte ich auch. Wie gesagt, ich habe gedacht, ich habe doch Boden, brauche ich nicht und so weiter. Aber jetzt habe ich einen geilen Boden und wenn ich hier heute Morgen reingekommen bin, habe ich gedacht, schon geil hier. Als der PVC-Boden... Und jetzt bereue ich wirklich keinen Cent. Als der PVC-Boden... PVC-Boden hier. Moment, wir drehen mal, dann hat man den Boden nämlich auch mal ein bisschen im Blick, weil wir sehen bloß den nicht gemachten Boden. Und so sieht das schon viel schöner aus. Als den PVC-Boden weg war und die Fliesen drunter waren. Ja. Die haben ja dann auch so reflektiert von dem Licht oben, von dem Polieren an. Und da habe ich noch gesagt, ey, die Leute werden sagen, oh mein Gott, wenn du doch so einen schönen Fliesenboden hast, warum machst du dir dann so einen Performance-Floor drauf? So, jetzt wo ich aber den Unterschied sehe zwischen hier und zwischen da, muss ich sagen, das rechtfertigt das Ganze Gott sei Dank wieder. Ja. Nein, das ist nicht nur das. Das Problem ist, wir haben hier wirklich jeden Tag gesaugt, gewischt, keine Ahnung, ja, also wirklich, wir wollen nicht sagen, dass wir jetzt hier weniger saugen oder die Halle pflegen, aber für den Kunden ist das natürlich auch hier, guck mal, wir sind mit zwei Autos reingefahren und schon hast du irgendwelche Sandkörnchen oder was, mich legt das auf, weil das sieht nicht sauber aus. Ja. Und mit dem Boden, wenn da ein bisschen Sand ist, fällt das alles durch und fertig. Und wenn du einmal die Woche samstags hier einmal mit einem schönen Kärcher sauber machst, dann ist alles tico-taco fertig. Ne? Weißt du, was auch Kunden haben? Die haben wir haben einen Kunden gehabt, der hat einen Porsche gehabt, sehr gepflegte Garage, hat auch sehr Wert darauf gelegt. Der hat mir ein Video geschickt, der hat einen Saugroboter gekauft und der hat tatsächlich, weil ich habe gesagt, schafft er das? Dann sagt er, ja, der schafft das. Das heißt, er geht abends ins Bett und sein Saugroboter tut die Garage jeden Abend saugen. Ja, komplett unter das Auto und was. Das wird bei uns nicht funktionieren, weil hier alles alarmgesichert ist. Okay. Und stell dir vor, wenn irgendein Mitarbeiter, der elektronisch gesteuert wird, hier einfach so durch die Gegend fährt. Ja. Und der Sicherheitsdienst hier erstmal den Einbrecher finden muss. Ja. Nein, das wird, glaube ich, hier nicht funktionieren, weil hier ist alles so gesteuert und so weiter. Also bitte auch nicht einbrechen, der Boden. Also bis ihr den raus habt, dauert es lange. Ja. Ja, man sagt immer so, zeig nicht dein Zuhause, sonst hast du Einbrecher zu Hause. Ja, schneller als du denkst. Ne? Stimmt so. Deswegen hier ist A, Alarm gesichert und B, der Boden ist wirklich schwer. Und C ist ein Pole, er rächt sich. Frau weg, Kinder weg, alles weg. Nein. Übertrieben. Voll. Nee. Netter Pole. Nein, okay, wir gehen weiter. Gas, genau. Ich helfe ein bisschen mit heute. Und zwischendurch mache ich ein paar E-Mails oder hier oben oder was auch immer. Ja, so machen wir es. Gut, okay. Bis gleich. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben den zweiten Tag und es ist 21 Uhr. Ja. Ja. Haben gut gegessen noch. Wir haben gut gegessen, also Pause muss sein. Ja. Heute nicht getrunken und... Wir zeigen euch unsere neue Werkstatt. Mega. Ich freue mich. Ehrlich, das ist viel besser geworden, als ich jemals gedacht habe. Nicht, weil ich jetzt gerade Gianni hier ist oder sonstiges, sondern ich freue mich wirklich unglaublich, unglaublich. Ne? Also wer so einen Boden haben möchte und aus unserer Umgebung herkommt, so in den Raum Ruhrpott und so weiter, der kann gerne sich bei uns melden oder bei Gianni, bei uns, wer auch immer. Wir machen coole Projekte, auch mit verschiedenen Designs und so weiter. Wir haben wirklich einen sehr guten Grafiker, der eure Garage, eure Halle oder was auch immer, Ausstellungsraum, Geschäfte, was auch immer. Komplett designen kann. Weil wir werden den Boden für Gianni Performance Floor hier in Ruhrpott vertreiben. Genau. Wir sind der offizielle Vertriebspartner und geben jetzt Vollgas. Und wer so eine geile Garage haben will, einfach anrufen. E-Mail schreiben, Trommel, alles geht. Ich sag das ehrlich, ich habe am Anfang noch gedacht, so mit der Fliese so, wo ich dann das alles leer gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, die Leute, das nehmen die uns nie ab, dass das besser aussehen soll und hier und da. Als dann die Hälfte aber verlegt war, habe ich gemerkt, okay, das Ding, das wird knallen. Ich nicht. Nicht? Nee. Also ich habe es schon hier gemerkt.
Du hast schon von da gemerkt. Das ist kein Spaß. Nur ein Stückchen, ja. Nur bis hier. Ich habe gesagt, boah, geil, wenn die ganze Halle so geht. Dann war wirklich meine Halle so alt. Ja. Es sah genau, alt aus. Genau richtig, wie ich Wiesen. Oh, du hast ja gerade neu. Das, die Halle ist nicht so alt. Ja. Ja, aber sah wirklich alt aus, muss man sagen. Und ich freue mich unglaublich. Ich leg mich gleich hin. Guck mal, komm. Ist das nicht hardcore krass? Guck mal, sogar hier unsere griechische Wand. Ne? Wir haben so eine griechische Wand hier. Guck mal, alles perfekt ausgeschnitten. Wirklich, hier ist weder an der Arbeitszeit noch an Material gespart worden. Natürlich, jede Ecke kostet einzelne Fliese. Einzelne Fliese heißt mehr Geld. Ja. Nur perfekt oder gar nicht? Die viele fragen, ja, kann man den Boden zusägen? Wie mache ich das? Einfach Anzeichen, Stichsäge und dann kann man das genau zusägen. Ohne Probleme. Läuft? Ja, läuft. So, wir wollten euch noch die Halle zeigen, wenn wir ein paar Babys hier stehen haben. Und zwar Porsche GT3 RS, unserem grünen Frosch, ja, und den Mercedes GTS, der auch auf der Gamescom zu sehen war. So, das war's hier von uns aus Kamp-Lintfort. Und wir sind fix und fertig, glaubt mir. Ja, aber oder? Es hat sich gelohnt, definitiv. Emotionen ohne Ende. Emotionen total, wirklich. Niemals gedacht hätte. Guck mal, wie das steht. Mit dem roten Streifen drumherum und alles. Grünes Auto, grünes Auto. Ja, so funktioniert's. Ne? Okay.